zweiter Schuss. Oh, und ein Volltreffer. 8 abgezogen. Und die haben jetzt natürlich den großen Vorteil, dass die da in der Anhöhe sind. Unsere SHIVs müssen sie flankieren. Die müssen da irgendwie zum Zug kommen. Das gibt's doch nicht. Was haben wir denn hier? 29 ist viel zu wenig. Wir haben einfach den Nachteil. Was ist mit dem Sniper? Sieht der irgendetwas? Der müsste doch jetzt irgendetwas hier wegballern können. Oh, das ist jetzt eine echte Scheißsituation. Was machen wir mit den SHIVs? Oh, der Sniper hier oben flankieren. Oh, hier können wir auch einen sehen. Nur 30%. Das ist halt der Nachteil, dass wir von unten hochballern. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe keine Ahnung. Wir sprinten hier hin in volle Deckung rein. Oh shit. 10 abgezogen, nur noch ein Leben. Hier ist das ganz schön brenzlig. Wir hätten beinahe just another gamer verloren. Oh, wir werden ihn. Oh, was ist jetzt los? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Jetzt gibt's nur eins. Es gibt nur eins. Wir müssen hier einfach. Wir müssen hier rein. Wir müssen da offensiver spielen. Ja. Hat denn just another gamer hat hier aber die Deck. Oh nein, was ist das denn? Hier können sie den natürlich sehen. Okay. Ganz. Oh, Entschuldigung. Ich bin jetzt hier etwas nervös, denn ich glaube, hier könnten wir ordentlich was verlieren. Die SHIVs, die müssen jetzt da einfach reindonnern und den einen weg. Die SHIVs müssen da rein und den einen wegblasen. Das muss jetzt einfach klappen, aber die werden den nicht holen. Die werden den nicht holen. Okay, SHIV nach vorne. Oh, und der kann hier einfach alles sehen. Oh, das war eine Fehlentscheidung. Das war die größte Fehlentscheidung, die ich hier getroffen habe, seit ich hier spiele. 60%. Oh, das SHIV werden wir verlieren hier. 72%. Ach, das kommt schon. Du kannst doch nicht mit 72% hier daneben ballern. Das kann ich einfach nicht ernst nehmen. Oh Gott, das gibt eine echte Horrormission. Eine echte Horrormission hier. Das SHIV stellen wir hier unten hin und können wir da noch etwas sehen? Jawohl, okay. Wenigstens etwas. 35, 43, aber da legen wir halt gar nichts. Da legen wir halt gar nichts. Die SHIVs können wir beide abschminken. Das kann ich euch jetzt schon sagen. 43. Auch daneben geschossen. Na, aber hallo. Was machen wir mit unserem Sniper? Der kann halt immer noch nichts sehen. Das gibt's doch einfach nicht. Okay. Was haben wir hier? 29%. Das reicht halt bei weitem nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie wir hier heil rauskommen. Ich denke, das könnte uns ziemlich übel erwischen. Warum haben wir denn hier nur 29%? Aber der trifft. Und jetzt müssen wir halt noch Conginio irgendwie nach vorne ziehen. Irgendwie müssen wir da etwas... Keine Ahnung. Oh Gott. Das SHIV. Rückzug. Okay. Der schießt daneben. Aber der schießt uns halt die ganze Deckung weg. Und das war's mit dem ersten SHIV. Das haben wir verloren. Okay. Oh komm, die schießen jetzt aber
Das Problem ist, dass sie halt höher sind wie wir. Das ist das große Problem. Das müssen wir irgendwie in den Griff kriegen. Und ich weiß halt nicht, wie ich das schaffen soll. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das schaffen soll. Was haben wir hier? Den absoluten Nachteil durch die Höhe. Ich glaube, wir ziehen uns hier echt weg. Wir gehen hier halt echt auf Rückzug. Sturm und Schuss. Damit wir anschließend hier hinten noch... Nein, nein, der trifft nicht. Blitzschnelle Reflexe, der trifft nicht. Damit wir hier oben noch auf... Nein, nicht auf Pfeilposten gehen können. Jetzt bin ich gespannt. Was haben wir hier? Der Sniper, der kann halt einfach auch gar nichts sehen. Das heißt, den Sniper auch hier hinziehen. Oh, der wird uns aber beschießen. Komm schon, wir probieren's. Der wird daneben schießen, hoffe ich. Oh, der schießt nicht mehr. Okay. Das ist ein Vorteil. Conginio, was machen wir denn mit Conginio noch? Hier im Notfall müssen wir halt mit Conginio auch noch reingehen. Und das SCV, was macht denn das SCV jetzt? Hoch hier oder... Hier noch in Deckung oder hier noch in Deckung oder... Was machen wir mit dem SCV? Das bewegen wir hier noch in Deckung. Oh, und da sind sie ja wieder. Oh, ich Vollidiot, schon wieder vergessen, dass da noch die Leute stehen. 68, komm, hol ihn dir. Oh komm, schieß doch hier nicht daneben. Aber das ist jetzt echt, das ist jetzt echt ein Witz. Also das ist jetzt echt ein Witz. Ganz ehrlich, das verstehe ich jetzt halt überhaupt nicht. Aus nächster Nähe und der ballert halt einfach mal volle Kanne daneben. Und das zweite SHIV. Oh, der schießt auch daneben. Ich dachte schon, das zweite SHIV ist auch Geschichte. Der ballert hier halt auch daneben. Und die unterstützen sich da gegenseitig. Und jetzt komm. 68, jetzt musst du es kriegen. Oh komm, das kann doch nicht sein, dass der noch Mars daneben schießt. Das gibt's doch einfach nicht. Das. Okay. Naja, was soll man sagen? Dumm gelaufen. Hier mal hochziehen. Und was kann er denn jetzt noch sehen? Jetzt haben wir aber den Vorteil. Komm schon, 46%. Der legt ihn halt nicht. Der legt ihn halt auch nicht. Oh Gott. Jetzt müssen wir halt mit Rain Man hier nachziehen und wir müssen ihn legen. Wir müssen... Der kann ihn nicht sehen? Warum kann ich ihn da nicht sehen? Was soll das denn jetzt? Okay, also hier noch in Deckung gehen. Ja, jetzt kann ich ihn natürlich wieder sehen. Oh Mann. Jetzt bin ich hier echt am Limit. Ich kann doch hier nicht einfach reinmarschieren. Der legt uns den Kerl doch. Hier in Deckung, kann ich ihn sehen? Er kann ihn nicht sehen, ist ja klar. Okay, Feldpost. Was machen wir mit Conginio? Ich kann Conginio nicht nach vorne ziehen. Das geht halt nicht. Ich ziehe den mal hier in volle Deckung. Oh nein. Ja gut, der blitzschnelle Reflexe. Ich dachte schon, wir haben jetzt Conginio verloren. Aber okay. Conginio geht einmal in Deckung und auf Feldposten. Oh, und das SAIV ist hinüber. Zwei SAIVs erledigt von einem Dreckskerl, den wir mit 68% halt nicht erwischt haben. Das gibt's doch nicht. Und wo sind unsere Feldposten denn jetzt? Warum schießen denn jetzt unsere Feldposten hier nicht? Was kann unser Sniper ausführen von hier oben? Nichts oder was? Das gibt's halt einfach nicht. Sniper bewegen wir höher nach drüben. Und jetzt kann er ihn sehen, aber ich muss die Pistole nehmen. Und ich befürchte fast. Oh doch, ich kann ihn noch sehen. 100% schießt den Dreckskerl über den Haufen. Jawohl, ein Problem weniger. Okay. Ich glaube nicht, dass wir hier alleine sind. Ja, das ist mir völlig klar. Liebe Freunde,
Was ist denn das gewesen hier? Hier mal nachladen. Bereit zum Angriff. Ja, komm, Genio, dann werden wir hier unter Umständen ebenfalls verlieren. Oh, meine Güte. Congenio muss hier schnellstens weg. Blitzschnelle Frexe, da kommen wir wieder weg. Okay, und hier bewegen wir uns nach oben. Der hat nur noch ein Leben. Das geht da gar nicht. Den können wir nicht bewegen. Wunde heilen, na komm, das geht nicht mehr. Ja, das habe ich beinahe gedacht. Okay, bleiben wir mal auf Feldposten. Und jetzt mal sehen, was sie machen. Ja, das kann ich schon hören. Das ist mir schon klar. Aber was tun wir denn jetzt? Nein, die ziehen nicht. Die ziehen sich nicht zurück. Die warten einfach ab, was wir hier tun. Ich sollte den doch jetzt hier sehen. Oh ja. Jetzt gibt's aber Sniper-Action. Komm schon. 65%. Los, hau ihn weg. Warum schießen denn jetzt alle immer daneben? Das gibt's doch einfach nicht. 65%? Rayman hat doch alles weggeblasen mit 65%. Und gleich nochmal, das kann ich halt... Irgendetwas ist hier komisch, ganz ehrlich. Irgendetwas ist hier anders. Oh, was für eine Kameraeinstellung hier. Ja, wo ist hier die Deckung halt noch? Wenn ich den jetzt hier nach vorne... Und wieso kann ich jetzt hier nicht steuern? Okay. Wenn ich den hier noch nach vorne ziehe, bin ich halt wieder ein offener... Offen zum Abschuss. Das geht halt nicht. Das geht halt einfach nicht. Ich muss wieder auf Feldposten bleiben. Ich kann nicht verstehen, dass er hier nicht den da drüben sehen kann. Irgendetwas, habe ich das Gefühl, stimmt hier nicht. Aber okay. Was machen wir mit Congenio? Haben wir hier noch Deckung? Nein, keine Deckung mehr. Ach, Congenio, wir können doch den nicht da oben, nach oben ziehen. Den ziehen wir hier nach oben. Komm schon, was ist denn hier los? Und hier bleiben wir einfach auf Feldposten. Wir müssen hoffen, dass sie sich in die richtige Richtung bewegen und unsere Feldposten zuschlagen können. Unser Sniper schießt zweimal daneben bei 68%. Also das ist schon sehr, sehr komisch. Aber sie sehen uns dann. Also das... Ja, da habe ich schon etwas Mühe. Oh, und da, was ist das? Müssen wir den legen, oder? Was macht der? Gedankenkontrolle fehlgeschlagen. Okay, den Dreckskill müssen wir erledigen. Das ist eins, was sicher ist. Den Dreckskill müssen wir uns holen. 100%. 65, da werden wir doch wieder nicht treffen. Komm schon, versuchen wir. Was denn? Warum denn nicht? Wir müssen uns den Dreckskerl holen. Jawohl, den eingelegt. Und... Oh ja, das hat jetzt... Oh, durch die Verbindung hat der gleich zwei weitere Sektoiden abgelegt. Okay. Das hat also mal geklappt. Na, bitteschön. So kann es weitergehen. Und jetzt. Hier nach vorne. Wo war denn der Schwebe nochmal? Wir bewegen uns hier mal aus der Deckung raus. Aber können nichts sehen. Okay. Eine weitere Runde auf Feldposten. Feldposten. Oh, wir haben halt... Und da kommt er. Und komm schon, leg ihn nieder. Jawohl. Oh, jetzt haben wir Glück gehabt. Da haben wir aber Glück gehabt. Puh. Gute Action, würde ich sagen. Gute Action. Okay, beim Sniper ist Nachladen angesagt. Dann weitergehen. Hier bleiben wir nochmal auf Feldposten. Hier ebenfalls. Und hier ebenfalls. Ja, da kann er wieder was hören. Was zum Teufel war das? Und da kommt er wieder. Jawohl. Den sollten wir jetzt aber kriegen mit dem Sniper.
Oh, und da kommt noch so ein Dreckskerl. Oh mein Gott. Und der geht auf Feldposten. Okay. Wieso kann er ihn hier nicht sehen? Warum kann der... Der sollte doch jetzt da etwas sehen können. Aber okay. Und auch hier, warum können wir ihn nicht sehen? Das verstehe ich halt nicht. Okay. Hier 61%. Und da drüben 65%. Komm schon, hol ihn dir. Nummer 1 muss weg. Jawohl, Nummer 1 gelegt. Jetzt haben wir noch einen zweiten Schuss. Und der sollte doch auch ebenfalls sitzen. Oh, nur noch ein normal. Okay, 65, 35. Der sollte er doch kriegen. Jawohl, noch einen gelegt. Aber das war's halt noch nicht. Wir bewegen uns hier nach vorne und sehen nichts. Okay, Feldposten. Komm, Genio, ziehen wir etwas nach. Und auf Feldposten. Und hier, ganz ehrlich, ich bewege mich mal hier oben in Deckung. Oder Feldposten. Ansonsten, da möchte ich halt nichts mehr riskieren. Und da kommt der Feldposten zum Zug und... Treffer, 8 abgezogen. Gut, haben wir mit dem Sniper noch nachgeladen, denn der Sniper sollte ihn jetzt holen können. Den sollten wir doch von hier erwischen. 65%, na los. Oh ja, Rain Man in Action. Und, oh Gott, bin ich froh. Puh, Prädikat gut, denn wir haben 2 SHIVs verloren. Entschuldigung, Prädikat ausgezeichnet. Bei den Aliens, bei den verlorenen Einsatzkräften, 2 SHIVs. Aber zum Glück kein Soldaten. Boah, das war jetzt ordentlich Action hier. Puh, liebe Leute, das war spannend. Und ich habe echt gedacht, das wird zur absoluten Katastrophenmission. Aber das haben wir noch einigermaßen hingekriegt. Oi, 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 oi. Aber da haben wir natürlich einiges an verletzten Jungs jetzt dabei. 6 Tage Conginio. Just Another Gamer, 9 Tage. Okay. Aber ich muss sagen, King Grober und Rayman, okay, haben einen guten Job geleistet da zum Schluss. Und ganz ehrlich, SAIV zu verlieren, okay, das sind Credits, die wir jetzt einsetzen müssen, aber okay, das sollte passen. Was haben wir hier? Eine Atomlenkraketenwerfer? Na, aber hallo. Fusionslanze? Oh, da kommt aber... Boah, das... Ich habe das Gefühl, da geht noch einiges. Wie viele Waffenfragmente haben wir gesammelt? Was denn? Keine Waffenfragmente, oder was? Ach, 70 Waffenfragmente. Okay, das können wir gut gebrauchen. Ab in die Forschung. Neues Jagdflugzeug. Atomlenkwerfer. Ach du Scheiße. 4 Tage. Fusionslanze. Okay, wir lesen kurz. Atomlenkraketenwerfen. Mit Hilfe der verbesserten Waffentechnik aus dem großen UFO sollten wir den Prototypen eines neuen Werfers mit unglaublich starken Sprengprojektilen bauen können. Okay, die Fusionslanze. Wir haben viel interessantes Material aus dem UFO-Wrack der Schlachtschiffe-Klasse bergen können. Wenn wir die Funktionsweise der Alien-Fusionskerne besser zu verstehen lernen, neige ich zu der Vermutung, dass sie uns die Grundlage für eine unglaubliche... Oh, das war jetzt zu schnell. Für eine unglaublich mächtige Luftwaffe liefern können. Okay, das also für die Flugzeuge, das wäre aber für unsere Soldaten. Aber als erstes ganz klar diese Abfangjäger. Und was haben wir in der Gießerei? Eins kann ich euch mit Sicherheit sagen, was wir da haben. Wir müssen 2 SHIVs nachbestellen. Denn die hat's erwischt.